Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir haben den zweiten Dungeon 100% abgeschlossen. Und wir sehen auch wieder hier, hier oben ist Zeldas Aura. Also hinter der Tür müsste sie sein, weil es wurde ja am Anfang des Dungeons gesagt, dass Zelda hier reingebracht worden sein soll. Und wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, denn die Monster dürften sie schon gefangen haben. Wir müssen vor allem nur das Ding hier wieder lösen, das Schlüsselrätsel. Ich glaube, es muss irgendwie so sein. Ich glaube, so ist es richtig, oder? Uah. Was heißt einfach mit Medaille? Oh Gott, das ist schwierig hier. So, jetzt haben wir es, Leute. Hat lange gedauert, auf jeden Fall. Boah, hoffentlich ist mal Zelda jetzt hinter dieser Tür hier. Die haben jetzt schon lange nichts mehr gesehen. Hoffentlich ist sie noch in Sicherheit, weil die Nachrichten, was wir auf jeden Fall am Anfang des Dungeons bekommen haben, lassen auf jeden Fall auf nichts Gutes schließen. Was erwartet uns dieses Mal? Vor allem, was wird für ein Bossgegner kommen diesmal? Okay. Oh, das sieht sehr bedrohlich aus hier. Oh, was ist das schon? Kommt der schon, der Boss? Ohne, das ist der Stein vom letzten Mal, vom letzten Part da. Hier können wir auf jeden Fall die Bomben einstecken. Die werden wahrscheinlich gleich mal wichtig sein. Oh, Fei wieder. Gebiet, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Oh, das ist sehr gut. Besonders von diesen Ketten gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit dir gefesselt hat, wurde bei 95%. Oh, scheiße. Ich vermute, dass Zelda irgendwann kommen konnte. Ich rate zur Eile. Oh nein, die wurde hier gefesselt von diesen Monstern hier, die Zelda. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Okay, wir müssen dann nach oben auf die Rampe. Irgendwo hier muss noch Zelda sein. Ich spüre es. Oh, das ist doch... Ja. Da ist wieder der Sagirahim. So trifft man sich wieder. Oh nein, wie unhöflich. Ich habe den Namen vergessen. Na, ist ja auch unwichtig. Hör mir kurz zu, ja? Das sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich heile erbarmt, was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese, sie hat... Diese Schosse in der Göttin, sie hat sie einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Oh, jetzt wissen wir, was auch sein Plan ist. Er braucht Zelda, um den König zu befreien von sich, wer auch immer das sein soll. Ich entschuldige mich, aber jetzt verstehst du sicher, warum ich so ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig, es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zornes. Warum trägt er eigentlich Lipgloss? Ich verstehe es nicht. Oh, was kommt denn da jetzt? Oh, scheiße, der Ball wieder von vorhin. Was ist das jetzt hier? Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Glühender Höllenfels, Beradama, der nächste Bossgegner in diesem Spiel. Können wir den scannen? Ich kann ihn irgendwie nicht scannen. Ah, oder doch. Du stehst Beradama gegenüber. Diese Beste liegt im Inneren des Tempels des Erdlands und wird auch als glühender Höllenfels bezeichnet. Sein Körper ist von Fels bedeckt und besitzt nur eine einzige Schwachstelle, und zwar sein Auge. Deine Chance, Beradama zu besiegen, erhöhen sich, wenn du eine Möglichkeit findest, die Felsen von seinem Körper zu lösen. Okay, ich glaube, das wird mit den Bomben gehen. Und schmeißen. Ich glaube, den muss er einsaugen. Und rein damit. Ja. Da ist sein Auge. Und drauf rein. Okay. Greift er wieder an. Oh ja, er greift an. Oh mein Gott. Okay, wir können ihn wieder angreifen. Ich glaube, wenn er glüht, können wir gar nichts machen. Boah, die Musik ist richtig laut hier. Und rein damit. Und rauchschnetzeln. Okay. Warte, kann ich den so auch abschmeißen?
Ne, dann verglüht das einfach. Jetzt können wir wieder angreifen. Ja, der Boss ist relativ einfach. Deutlich einfacher als wieder Kira im Bosskampf auf jeden Fall. Und nochmal draufschnetzeln. Okay, er greift weiter an. Ich brauche halt langsam neue Bomben, das ist das Problem. Okay, der Bosskampf ist wirklich sehr einfach. Aber er hat auf jeden Fall viel aus. Und draufschnetzeln. Jawoll. Das gefällt dir, oder? Oh, was macht er jetzt? Oh, er hat jetzt eine Taktik. Ah, da oben sind Bomben sichtbar. Oh, was macht er jetzt? Lol, was war das? Okay, wir müssen dann nach oben. Wir haben keine Bomben mehr. Okay, er hat auf jeden Fall jetzt... Okay, er greift jetzt... Okay, jetzt greift er stark an. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall krass. Er hat seine Phase geändert. Wow, oh mein Gott. Okay, er kann auf jeden Fall nicht nach oben, wie es aussieht. Ich muss nochmal meine Bomben aufladen. Okay, er rollt auch ganz runter diesmal. Okay, jetzt müssen wir ihn entgegenlaufen. Wow, aufwachen, aufpassen. Aber ich kann halt nichts machen, wenn er hier vorbeiläuft. Okay, lässt sich wieder runterrollen. Oh, weg, 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 weg. Okay, wir müssen einfach ausweichen. Und wieder einsaugen lassen und dann wieder angreifen. Er kann sich auch fast gar nicht mehr verstecken. Oh yes, das gefällt dir. Ah, er ändert auf jeden Fall seine Taktik sehr rapide. Aber es ist ein spannender Bosskampf auf jeden Fall. Oh, macht wieder da den Scheiß hier. Okay, der Angriff ist auf jeden Fall sehr stark. Okay, er kann auf jeden Fall fast nicht mehr sich verstecken mit seinem Auge. Komm, jetzt muss er aber down sein hier. Okay, der fängt gar nicht mehr. Oh, da haben wir ihn gar nicht getroffen. Oh, ausweichen. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall sein stärkster Angriff irgendwie. So, jetzt ist er aber down. Kommt er darüber? Ich treffe ihn nicht mehr. Ich treffe ihn nicht mehr. Was ist das denn? Irgendwie ist er mir zu schnell unterwegs. So, jetzt aber. Ich treffe ihn nicht mehr. Ah, jetzt. Ah, jetzt Hammer, oh mein Gott. Und da dann nochmal einen richtigen Brüller, aber ich glaube, das war's mit ihm. Cooler Bosskampf auf jeden Fall. War sehr spannend. Hey, da war so ein Gierim, so ein bisschen diese komischen Fetzen von ihm waren da irgendwie auch dabei, ganz komisch. Ich glaube, dass der wahrscheinlich so verzaubert war, weil dass dieser Felsen auf einmal zum Leben erwacht, das ist schon ein bisschen komisch. Und ein weiterer Herzcontainer, nice. Ich denke mal, dass Skira ihm den verzaubert hat oder sowas, diesen komischen Felsen. Weil dass der einfach so zum Leben erweckt oder ein Leben erwacht, ist auf jeden Fall sehr komisch. Auf jeden Fall nochmal ein paar... Okay, hier hat man richtig viele Herzen auch gehabt bei dem Bosskampf. Ja, weil der weiß, also dass man so viele Herzen hat, ist schon krass irgendwie. Braucht man auf jeden Fall nicht. Also der Boss ist auf jeden Fall sehr einfach. So, was ist jetzt hier los? Oh, ich höre Zellas Harfe. Ist sie noch hier? Ja! Und diese komische Gestalt mit diesen schwarzen Umhang ist auch hier. Wir machen da irgendein Tor auf oder sowas. Ocella hat auch ein neues Gewand an. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, sehr elegant. Oh, jetzt sehen sie sich wieder seit langem. Boah, das muss so schön sein für die beiden, dass sie sich wieder mal sehen. Tampa! Oh nein.
Okay, die Person will das nicht. Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Ey, Alter, du, die Hand weg da. Also das Gewand sieht echt gut aus bei Zelda, das muss man echt sagen. Das steht ihr echt sehr, sehr gut. Tampa, es tut mir leid. Jetzt geht ihr einfach weg, oder was, ohne dass wir miteinander reden können? Was ist das denn jetzt hier? Und wer ist diese komische Gestalt da? Dieser schwarze... Das ist doch diese Person. Die wir so vor Lokal in die gesehen haben. Was willst du, Mann? Die halten uns auf jeden Fall auf. Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Was? Dir gefällt nicht, was ich sage, hm? Aber wenn ich nicht gekommen wäre, dann wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Na, da hat sie leider recht, er oder sie. Aber es ist, glaube ich, eine weibliche Person. Es hört sich sehr weiblich an. Du warst so langsam, hast Zelda im Stich gelassen. Irgendwie ja gar nicht. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfüllen. Wenn du auserwählter Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um mit Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Tschüssi. Jetzt wissen wir auch, glaube ich, wie Zelda aus dem ersten Dungeon so schön reisen konnte. Die war wahrscheinlich schon die ganze Zeit bei diese komische Person da. Diese mysteriöse Gestalt. Ja, Link ist jetzt natürlich mega traurig. Ist aber auch irgendwie verständlich, oder? Ach, jetzt haben wir wieder nicht mit Zelda reden können. Okay, wir wissen aber jetzt auch, es ist jetzt auch mehr oder weniger bestätigt, dass Zelda auch ein Ding hat. Eine Bestimmung zu erfüllen, genau wie wir. Das können wir wieder aktivieren hier. Alles sehr mysteriös, auf jeden Fall gehalten wie nach wie vor. So, was hat uns jetzt die Göttin zu berichten? Was wird uns jetzt frei übersetzen? Was? Gebete dieser Sprache verwendete die Göttin vor langer, langer Zeit. Ich werde nun die Worte übersetzen. Hör gut zu. Okay, das haben wir, glaube ich, einmal schon gelesen. Das ist, glaube ich, genau dasselbe. Okay, das haben wir noch nicht gelesen. Das ist Besuch der Quelle des Erdlands. Das Land des Sandes, Ranele oder Ranel. Dort öffnet sie das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Ah, okay, das ist ihre Aufgabe, das Zeitportal zu öffnen. Und wir bekommen die nächste Tafel, Leute. Krass. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Oh, es ist so traurig. Aber ich glaube, er ist trotzdem erleichtert, Link, dass er weiß, dass Zelda in Sicherheit ist bei dieser komischen Person. Wie gesagt, die kennen wir ja noch nicht, wer das ist. Zelda scheint auf jeden Fall in gute Hände zu sein. Dann muss die auch... Okay, wir können, glaube ich, wieder... ins Ding wieder reisen, weil hier können wir eigentlich nichts mehr machen. Ich glaube auch, dass die Person, diese mysteriöse Gestalt, dass die wahrscheinlich Zelda auch dann befreit hat aus dem Tempel. Die war ja gefangen. Und dann gehen wir ins Wolken mir auf jeden Fall zurück, Leute. Und tun die Tafel wieder einsetzen und machen eine kurze Nebenquest, wie beim letzten Mal, wie wir den ersten Dungeon abgeschlossen haben. Aber ich glaube, so viel Nebenquestliches haben wir jetzt gar nicht, was ich mich eigentlich jetzt erinnern kann. Wir können auf jeden Fall wieder ein paar Artefakte einsammeln. Oh, da haben wir richtig viel. Tun wir jetzt auf jeden Fall das erste Mal die Bernsteintafel einsetzen. Und ich meine zu meinen, dass das auch die letzte ist. Also es gibt jetzt keine Tafeln mehr dann.
Aber ich frage mich immer noch, wenn Ghirahim meinte, er muss seinen König mit Zelda befreien. Das ist hier die Frage. Wer ist dieser mysteriöse König? Ja, und wie genau, ich habe es richtig noch in Erinnerung gehabt. Es ist die letzte Tafel tatsächlich. Es geht auf jeden Fall in ein Wüstengebiet, was wir berichtet bekommen haben. Habe ich auf jeden Fall auch sehr Bock drauf. Oh, nur noch eine gelbliche Lichtsäule. Okay, das kennen wir ja alles schon. Labert immer das Gleiche, die gute Fei. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu Marseko, weil dann können wir auch noch ein paar Sachen machen. Da können wir uns ein paar Sachen, ein paar Belohnungen abholen. Ich glaube, sonst haben wir jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel. Wie viele Herzteile haben wir eigentlich? Eins aktuell nur. Ich weiß auf jeden Fall, wo es noch ein Herzteil gibt. Bei Marseko können wir uns auf jeden Fall auch ein Herzteil ab und ich weiß noch nicht, ob er das jetzt hier hat. Ich denke mal aber nicht. Oder eventuell haben wir sogar schon genug. Oh mein Gott, was war das? Oh, jetzt kommt da auch jemand. Pass ein bisschen besser auf, Spast! Was hast du eigentlich in der Schule gelernt? Wo willst du nie zum Ritter bringen? Adieu! Sind auf jeden Fall solche Wächter hier. So, dann gehen wir mal in Mosekos Hütte. Düm. Düm. So. Was hat denn der alles hier? Oh, noch eine neue Geldbörse. Haben wir jetzt ein Herz? Ja. Noch zwei Herzteile brauchen wir. Haben wir noch eins Ding hier? Oh, ne. Wie viel braucht er? 30 Stück? Alter, der ist ja komplett geizig. Aber wir haben zwei Herzteile. Jetzt haben wir, wie viel können wir jetzt hier tragen? 1100 Rubine schon. Das ist auf jeden Fall cool. Das heißt, wir können Batterien langsam auch richtig einkaufen. Und auch bei dem Bazar könnten wir auch mal wieder vorbeischauen. Aber ich glaube, Nebenquestliches haben wir jetzt hier aktuell gar nicht. Erst nach dem dritten Dungeon habe ich auf jeden Fall wieder einige in Erinnerung. Dann werden wir uns jetzt, denke ich, mal auf die Dinger mal aufmachen zu den... Oder warte mal, was können wir hier noch machen? Ne, das ist auch nichts. Der Brief ist das, die Rassel, glaube ich, können wir auch noch nicht machen. Ne, die Rassel kommt erst viel später. Wir können auf jeden Fall jetzt mal die Artefakte holen. Ich schau mal nur kurz, ob wir da eventuell hier nochmal hin können. Bei Derek können wir auf jeden Fall aktuell jetzt eigentlich nichts Wichtiges holen. So, sind wir wieder beim Bazar hier. Ist das eigentlich aktiviert hier? Nee, das ist nicht aktiviert. Wir wissen ja, was das ist. Eine Schatztruhe hat eine Fackel, ist klar. Nee, hier ist auch noch nichts. Oh, der hat aber was Neues hier. Ich habe ein neues Item. Ein, was? Ah, ein Schild hatte ja auch ein neues. Wie viel kostet denn das? 100, ja, das können wir auf jeden Fall einstecken. Ein Eisenschild. Ist auf jeden Fall ganz okay, der Preis. Köcher haben wir hier für Pfeile, das können wir aber aktuell noch. Hier ist eine Bombentasche, glaube ich. Und irgendwas anderes noch. Hier sind da Tränke, die brauchen wir aber eigentlich aktuell. Das brauchen wir aktuell alles eigentlich noch nicht. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal die Artefakte einsammeln. Und dann werden wir im nächsten Part uns auch direkt zur Wüste Ranel aufmachen. Weil ich glaube wirklich Nebenquestliches. Können wir aktuell hier nicht machen weiter. Nach dem dritten Dungeon habe ich auf jeden Fall, wie gesagt, schon einige wieder in Erinnerung, die was wir machen können.
Gucken wir auf jeden Fall da eins. Wir können immer nur ein Ding markieren, leider aktuell noch. Ich weiß ja noch, dass man irgendwann mehr machen kann, auf jeden Fall. Ja, vor der Zeit ist sie auf jeden Fall auch gut dabei. Da haben wir auch noch eins. Das ist so weit weg, das eine. Das ist krass. Boah. Mein Vogel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele hatten wir eigentlich. Wie viele Artefakte. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 eingesammelt, glaube ich. Sowas ist hier drin. Ein silbernen Rubin. Ist hier sonst noch was? Scheint nicht zu sein. Dann gehen wir mal hier nach drüben. Und da haben wir auch noch was. Ne, hier ist nichts mehr. Mehr können wir aktuell jetzt eigentlich nicht tun. Außer das noch einzusammeln in dem Part hier und dann... Im nächsten Part geht es dann direkt in die Wüste Ranel. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das Gebiet. Das ist eigentlich mein Lieblingsgebiet sogar in dem Spiel hier. Die Wüste. Die macht auf jeden Fall ordentlich Bock. Also hier mal 2 Wege. Ah, hier ist auch noch was. Perfekt. Bitte ist hier noch ein Herzteil drin, bitte. Eine Schatzmedaille. Ah, wirst du häufig auf Schätze stoßen. Das ist geil. Hier ist aber, glaube ich, auch nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut, bis wir hier drüben sind. Bis gleich. Ja, Leute, hier sind wir auch wieder. Sind jetzt hier richtig weit geflogen. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein Ding. Was haben wir hier? Bin auf jeden Fall gespannt. Und es ist eine kleine Deko-Tasche. Und wir haben keine Ding mehr, leider. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Okay, Leute, ich würde sagen, es scheint, als hätten wir alle Artefakte, was wir aktuell einsammeln können, eingesammelt. Ja, es, glaube ich, leuchtet nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bleibt gespannt. Im nächsten Part werden wir dann auf jeden Fall dann hierher begeben. Zur Wüste Ranel. Bleibt auf jeden Fall weiterhin gespannt. Bis dann und ciao, ciao.